Rennen. Ja, ich denke, Audrey Vero will da die Spitze nehmen. Bis jetzt habe ich sie immer am besten gesehen, wenn sie von der Spitze weglaufen kann. Eine, die da etwas dagegen hat, ist Lore Hoffmann. Lore Hoffmann hat jetzt die Spitze genommen, hat also Audrey Vero hier mal gezeigt, was sie machen will. Durchgangszeit bei 200 Meter deutlich schneller als die Männer im Rennen zuvor. 29,5. Und es ist Lore Hoffmann, Audrey Vero, Rachel Pelot. Dann ist es Valentina Rosamilia, die nach vorne läuft. Und Vancardo, Simon Lalo, die hat mittlerweile schon den Anschluss verpasst. Lore Hoffmann weiterhin mit einem zügigen Tempo, nicht mehr ganz so schnell. 61. Ja, und Audrey Vero in Lauerstellung. Sie kickt dann ein bisschen später. Ja, aber jetzt muss sie schauen, wenn jetzt Rosamilia an ihre Schultern kommt und jetzt ist der Angriff da. Jetzt geht sie innen vorbei. War das abgesprochen? Dass, hat so ausgesehen. Hoffmann da noch Tempo macht und Vero vorbeiziehen lässt. Also irgendwie hat das so ausgeschaut. Letzte Runde. Vero, Hoffmann, Bello und Rosamilia. Audrey Vero muss kämpfen. Man weiß ja, Lore Hoffmann hat ein gutes Finish. Rachel Pelo kommt noch. Rachel Pelo, vorne ist es Vero, die gewinnen wird. Audrey Vero. Und Rachel Pelo holt sich Platz 2 und holt sich die Silbermedaille. Ein weiterer super Auftritt der Genferin. Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe Rachel Pelo auf Platz 2 gesehen. Rachel Pelo auf Platz 3 natürlich, auf dem Bronzeplatz gesehen, aufgrund ihrer konstanten Leistungen. Aber dass sie eine...